Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, Ihnen heute das Projekt Sprache durch Kunst vorstellen zu können. Wie gesagt, ein Kooperationsprojekt zwischen dem Institut für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache und dem Museum Folkwang in Essen, gefördert durch die Stiftung Mercator. Im Projektteam arbeiten Professor Ruprecht Bauer und Dr. Andrea Schäfer, die heute auch hier ist. Und Dorota Okonska, die von Anfang an als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt tätig war. Ich selbst bin 2012 in die zweite Projektphase als Projektleitung eingestiegen. Der Titel Sprache durch Kunst verweist auf ein Vorbild. Upsala. Das ist immer, wenn man es vorher probt, ne? Auf ein Vorbildprojekt in Los Angeles am Getty Museum, Language Through Art, Sprache durch Kunst, ein Projekt, das dort 2005 etabliert wurde und bis heute existiert. Ein Projekt, was durch das Motto Engage and Discover sehr gut charakterisiert ist und auf das avancierte Bildungsprogramm des Getty Museums hinweist, das darauf zielt, möglichst unterschiedliche Zielgruppen ins Museum zu bringen, unter anderem eben auch English, also Learner with English as a Second Language und in dem Zusammenhang auch Sprachprojekte zu etablieren. Genau ein solch avanciertes museumspädagogisches Konzept hat auch das Museum Folkwang, sich also zu öffnen für Zielgruppen unterschiedlicher gesellschaftlicher Herkunft und in diesem Sinne auch eine Community-Based Education, also ein museumspädagogisches Programm, was in die Stadt, was in den urbanen Raum hineinreicht, zu etablieren. Was das Essener Projekt Sprache durch Kunst auszeichnet, ist die systematische und enge Verzahnung zwischen drei Akteuren, nämlich der Universität, dem Museum und der Schule. Wir haben drei Module. Das Modul Museum und Schule bedeutet, das Projekt spricht Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufen 5 und 6 an von Essener Schulen mit einer heterogenen Schülerschaft. Sie können 10 Workshops pro Halbjahr im Museum besuchen und diese Workshops werden sprachdidaktisch vor- und nachbereitet in der Schule durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir hier an der Universität ausbilden. Diese Workshops sind an den Schulen eingebettet in den Kunst- oder in den Deutschunterricht. Insgesamt hatten wir 7 Projektphasen, die knapp 650 Schüler und Schülerinnen erreicht haben. Das zweite Modul ist das Modul Studierende. Das heißt, wir bieten hier an der Universität Grund- und Aufbauseminare Sprache durch Kunst an, fächerübergreifend sowohl für Studierende der Kunst als auch der Germanistik. Hier findet also eine Kooperation mit der Kunstdidaktik statt. Diese Seminare werden auch weiterhin angeboten. Ich werde am Ende das noch etwas genauer ausführen. Das dritte Modul ist die Weiterbildung, das heißt Kunstvermittler, Kunstvermittlerinnen und Lehrkräfte, die schon in den Schulen arbeiten, können Workshops besuchen und die Methode Sprache durch Kunst kennenlernen. Ein kurzes Schlaglicht möchte ich werfen auf das Wirkungspotenzial des Projekts. Das geht zurück auf eine begleitende Evaluation des UZ Bonn. Von der Stiftung geförderte Projekte werden zumeist auch von außen evaluiert durch Dokumentenanalyse, durch Befragungen der Projektbeteiligten, durch Videografien. Und deutlich wurde, dass die beteiligten Schülerinnen und Schüler die Hürde, die Schwelle zum Besuch des Museums deutlich senken konnten. Interessant war die Beobachtung, dass der Wendepunkt ungefähr beim dritten oder vierten
Museumsbesuch lag. Das heißt, während zunächst die Schüler sehr zurückhaltend agierten, kam durch die Langfristigkeit des Projekts eine Offenheit gegenüber dem musealen Raum, eine Aneignung des musealen Raums. Sie zeigten sich offener und toleranter gegenüber den Kunstwerken, aber auch ihren eigenen kreativen Produkten gegenüber, und das Interesse und der Spaß an unterschiedlichen Arbeitsformen konnte im Zuge der Workshops erweitert werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn üblicherweise besuchen Schüler und Schülerinnen in ihrer Schulkarriere ein-, zwei-, dreimal das Museum, so nach dem Gießkannenprinzip hier und dort. Aber diese langfristige, systematische Organisation konnte tatsächlich diesen Effekt erreichen. Entsprechend als eine zentrale Wirkungsbedingung für kulturelle Bildung konnte die Durchgängigkeit festgestellt werden, die eben auch die Wiederholung und Festigung des Gelernten ermöglichte. Weiterhin die ganzheitlichen Vermittlungsmethoden, die ich Ihnen gleich noch exemplarisch vorstellen möchte, und die Besonderheit des Lernorts Museum. Ein interessanter Aspekt war auch der, was die Nachhaltigkeit betrifft, dass zahlreich oder eine größere Gruppe von Schülern und Schülerinnen auch ihre Eltern mit ins Museum brachten im Zuge des Projekts. Sie einluden zu Familientagen, zu bestimmten Events im Museum, was aus sprachförderlicher Sicht ein interessanter Aspekt ist, weil er zeigt, dass zu Hause über die Museumsbesuche gesprochen wird, dass dadurch auch in die Familien diese Themen der Wortschatz auch hineingetragen wird. Ein vielfach erprobtes Instrument zur Messung von Sprachentwicklung ist der sogenannte C-Test. Das ist ein Lückentest, der valide, eine globale Sprachkompetenz misst. Wir haben ihn als einen Aspekt neben der Auswertung von Portfolios und Videografien eingesetzt, um sicherlich ist kritisch zu sagen, dass Sprachmessung immer mit Einschränkungen zu sehen ist, aber um zumindest eine Tendenz festzustellen, was den Sprachzuwachs betrifft. Und es hat sich gezeigt, dass in den Projektgruppen, ich zeige Ihnen hier die Projektgruppen von 2013 bis 2014, die am Projekt teilgenommen haben, sich insbesondere bei der Gruppe der Schüler mit hohem Förderbedarf ein Sprachzuwachs gezeigt hat. Das ist vor dem Hintergrund interessant, als dass wir im zweiten Durchgang davon Abstand genommen haben, nur die sprachschwachen Schüler zu fördern, sondern haben den gesamten Klassenverband in das Projekt mit eingezogen. Das heißt, stärkere und schwächere Schüler haben hier in einer Gruppe zusammengearbeitet, und gerade in dieser heterogenen Lerngruppe hat sich für alle Schüler in unterschiedlicher Ausprägung, aber für alle Schüler ein Sprachzuwachs ergeben. Auffällig ist der Unterschied zwischen Klasse 5 und Klasse 6. Auch das ein Befund aus der Spracherwerbsforschung, dass gerade die Klasse 5 ein Zeitfenster für Sprachförderung darstellen kann. Sprachdidaktisch gesehen möchte ich Ihnen kurz darstellen, was ist eigentlich die sprachdidaktische Konzeption, die den Materialien zugrunde liegt, die wir eingesetzt haben. Ganz zentral ist die Annahme, dass die Wahrnehmung der Aisthesis, also Aisthesis durch Wahrnehmung erkennen, dass die Wahrnehmung dem Sprachbildungs-, dem Sprachförderprozess zugrunde liegt. Das heißt, im Museum vor dem Kunstwerk, im musealen Raum oder auch im Werkraum in der Auseinandersetzung mit künstlerischen Materialien. Also hier tatsächlich von der Erfahrung, von der Wahrnehmung auszugehen, auch in der Schule, in der Vor- und Nachbereitung, möglichst anschaulich mit Fotos, mit Abbildungen, mit literarischen Texten zu arbeiten. Hier beispielhafte Impressionen aus dem Museum, vor dem Werk und vor den Skulpturen zum Beispiel. Das heißt, ausgehend von der Wahrnehmung, von der Anschauung, den Wortschatz zu entwickeln, und zwar nicht nur den verbalen Wortschatz, sondern auch den nonverbalen, Mimik,
Gestik, also die multimodale, wie es in der Spracherwerbsforschung heißt, die multimodale Vermittlung von Wortschatz auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und zwar ausgehend vom Mündlichen, vom Hören, vom Sprechen, angeleitet in verschiedenen Übungsformen, über das Schriftliche. Also alle Fertigkeiten möglichst einbeziehend in den Arbeitsprozess. Hier sehen Sie einige Beispiele. Damit verbunden, Lernziele der kulturellen Bildung, Irritation und Verfremdung, Vorstellungskraft, Fantasietätigkeit, Empathie und Perspektivwechsel. Also das Material so auszurichten, dass diese Prinzipien einer ganzheitlichen Sprachbildung in sogenannten situierten Lernarrangements umgesetzt werden können. Ein weiterer Aspekt ist der der Mehrsprachigkeit. Wie gesagt, es waren insbesondere heterogene Lerngruppen angesprochen, sprachlich heterogene Lerngruppen, und ein Ziel sollte sein, auch die Mehrsprachigkeit der Kinder anzuerkennen und zu fördern, indem mehrsprachige Elemente einbezogen wurden. Zum Beispiel sehen Sie hier ein sogenanntes Elfchen, das ist ein Element des kreativen Schreibens, das sowohl in der deutschen, aber auch wie hier zum Beispiel in der türkischen Sprache verfasst werden konnte. Das lässt sich vielleicht hier nicht deutlich sehen, aber ich sehe, die Frau Mavruk ist da vielleicht, sie hat es schon mal gemacht, würde sie es nochmal auf Türkisch vorlesen. Ja, vielleicht nochmal auf Deutsch. Gelb ein Licht, warm und gemütlich. Ich die Wärme sehr mag, sein. Danke. Ja, also hier immer wieder Gelegenheiten zu schaffen, auch die Erstsprache in die Arbeit mit den Kunstwerken einzubringen. Das ist so ein Element eines sogenannten Language Awareness Ansatzes, der aber nicht systematisch die Erstsprache fördert und entwickelt. Hier haben wir aber einen weiteren Weg eingeschlagen, der uns sehr wichtig ist, nämlich die Entwicklung bilingualer Modelle in Kooperation mit der Turkistik. Das bedeutet, die Materialien wurden bereits ins Türkische übersetzt und werden in einer Kooperation mit dem Herkunftssprachenunterricht so eingesetzt, dass im herkunftssprachlichen Unterricht die Materialien auf Türkisch erarbeitet werden und im Museum entsprechend auf Deutsch gearbeitet wird. Das heißt, wir haben hier einen Ansatz von sogenanntem CLIL, also Content and Integrated Learning, die Verbindung von sprachlichem und fachlichem Lernen in zwei Sprachen. Ja, das sind die Themenblöcke, die wir erarbeitet haben. Sie sehen Prototypen wie Körper und Körpersprache, Porträt und Darstellung, Linie und Bewegung, Farbe und Wahrnehmung, prototypische Themen, die sich eignen, um mit Kunstwerken zu arbeiten und die exemplarisch mit unterschiedlichen Werken dann genutzt werden können. Ja, jetzt einige Beispiele. Die erste Einheit der Methodenreihe Sprache durch Kunst heißt Museum und Kunst. Das heißt, die Gruppe, Sie erinnern sich, Sie haben 10 Blocks vor sich, kommt ins Museum. Viele dieser Schüler und Schülerinnen sind zum ersten Mal im Museum. Und die erste Einheit ist dazu gedacht, sich überhaupt einmal im Raum zurechtzufinden. Also eine, wie es das Museum Folkwang formuliert, fragende Grundhaltung an den Ort Museum zu entwickeln. In der Schule greifen wir ein Element, ein museales Element auf, nämlich den Bilderrahmen. Ja, der Bilderrahmen, der einen Moment der Verfremdung darstellen kann. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen nutzen diesen Bilderrahmen, um sich vorzustellen, indem sie einen Gegenstand benutzen. Hier haben wir ein Handy, ich bin das Handy von Murat, und dieses Handy berichtet dann durch dieses verfremdende Element über Murat. Das heißt, wir haben hier eine Übung aus der Theaterpädagogik genutzt, um
die Schüler und Schülerinnen heranzuführen an so einen ästhetischen Blick, wenn man so will, auch auf sich selbst. Im Anschluss dann ein schriftliches Element, ein Steckbrief über sich, über ihre Person, wo sie verschiedene Stichwörter ausfüllen, um dann am Ende auch einen kompletten Text über sich zu verfassen, also von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit. Ein weiterer Block ist Skulptur und Körpersprache. Hier findet die Arbeit im Museum an einer Skulptur von Rodin statt, das eherne Zeitalter. Und die Übung, die im Museum hier durchgeführt wird, ist eine klassisch museumspädagogische Übung, das sogenannte Bildhauerspiel. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen beobachten die Haltung der Person und ein Schüler bringt den anderen Schüler in die Position, die er wahrnimmt, ja? Also hier in diesem Fall sie nachzustellen. Das heißt, das sieht dann zum Beispiel so aus. Lernziel zu beobachten, sich hineinzuversetzen, es entsprechend nachzustellen im Rahmen dieser dramapädagogischen Übung und danach dann das Gespräch vor dem Kunstwerk. Die Kommunikation vor dem Kunstwerk ist linguistisch gesehen ein eigenes Feld. Hier sind im Moment federführend die Arbeiten von Heiko Hausendorf, einem interaktionsanalytischen Linguisten, der beschrieben hat, was eigentlich das Spezifische der Kommunikation vor dem Kunstwerk ausmacht. Also die Wahrnehmung um der Wahrnehmung willen, eine objektfokussierte Wahrnehmung, die den Zugzwang des Zeigens auslöst. Ja, wenn Sie sich vorstellen, Sie stehen im Museum, Sie sprechen über ein Kunstwerk, da ist das. Das heißt, man hat einen gemeinsamen Wahrnehmungsraum, in dem man agiert, in dem man zunächst beschreibt, deutet und erklärt. Das heißt, die Aktion vor dem Kunstwerk ist eine ausgesprochen sprachliche einerseits und, wenn man soziologisch sieht, auch mit einem bestimmten Habitus verbunden. Ja, also man steht im Museum, spricht über Kunst und hat somit auch eine kulturelle Praxis, die soziologisch auch deutlich markiert ist. Das heißt, die Frage ist, wie können nun die Schüler und Schülerinnen für eine solche Kommunikation vor dem Kunstwerk angeleitet werden? Museumspädagogisch die gelenkte Werkbetrachtung, das heißt, zentral ist der verlangsamte Blick. Gezielte Wahrnehmungs- und Assoziationsübungen, die an dem Vorwissen der Schüler und Schülerinnen ansetzen, die also innere Bilder erzeugen, bevor man dann einen kunsthistorischen Bezug gibt. Ich habe Ihnen das einmal als Beispiel mitgebracht, bevor ich Ihnen das Transkript vorstelle, einmal einen Blick in die Praxis, wenn das jetzt funktioniert. Sonst mache ich es mal klein. Also die Schüler und Schülerinnen vor der Skulptur von Rodin. Ja, warum? Weil die Schüler eben so und ich kenne nochmal so richtig, weil eben so eine Haltung der Das finde ich schon mal ganz gut. Also die Haltung ist nämlich wichtig. Das heißt, das sind die, ne, komisch, dass er die Hand da oben hat. Aber das finde ich nochmal ganz interessant, ne? Dass er die Hand hier oben hat, dass diese Haltung so komisch eigentlich ist. Ne? Und hast du auch eine Idee, warum er die Hand hat, was der da so macht? Weiß ich nicht, vielleicht hast du eine Idee? Vielleicht, also wollte sie sich kratzen oder so. Wollte sich kratzen? Ja, und dann macht sich so die Haare. Macht sich die Haare, genau. Was ich auch mache, ich habe auch schon mal gehört, dass der dann Salbe hat. Und was wolltest du noch machen? Ja, vielleicht das Zugefühl und so. Das ist du. Okay, auch das ist interessant. Dann, jetzt nochmal hier bei, ne? Ja, du. Nochmal, vielleicht, wie der sich fühlt. Auch schlecht. Mhm. Kann man das auch so ein bisschen genauer sagen? Noch ein anderes Wort dafür?
nicht glücklich. Traurig. Traurig vielleicht ein bisschen. Jetzt kommt eine richtige Stelle. Okay, dann nochmal der letzte Bildhauer. Eben ist die Stelle langweilig. Auch langweilig. Und wenn sie nicht so fröhlich ist. Wie würdest du denn stehen, wenn du langweilig bist, wenn dir langweilig ist? Ja, also immer auch hier. Vielleicht so. Das ist langweilig vielleicht. Ne? Und wer? Würdest du dich auch so hinstellen, wie vielleicht wer steht und dann kommst du nach oben? Nicht so ganz genau. Ne? Vielleicht kann man noch ein bisschen überlegen. Was macht ihr denn da? Ja, ein kurzer Einblick, wie so eine Interaktion vor der Skulptur aussehen kann. Und ich möchte Ihnen 2, 3 Elemente zeigen, die interessant sind und die auch methodisch aufzeigen können, welche Möglichkeiten solche Transkripte, also solche Aufzeichnungen gesprochener Sprache, auch in unserem Fach bieten. Posieren, ja, sagt die Kunstvermittlerin, das heißt, sie greift die Äußerung der Schülerin auf, die auf die Frage antwortet, was macht diese Skulptur da? Ja, die Schülerin sagt, posieren, ja, dies ist eine gute Idee, finde ich. Sieht er aus, als ob der posiert so ein bisschen? Ja, warum? Die Schülerin, ich glaube so, weil der steht ja irgendwie so, ich kann so eine Haltestellung oder so. Das finde ich schon mal ganz gut. Also die Haltung ist nämlich wichtig hier bei dem. Interessant, der Weg von der Haltestellung, die Erfahrung, die zuvor gemacht wurde durch die Bildhauerübung. Ja, man hat eine Haltestellung, das heißt, die Schülerin transferiert den Begriff, die Kunstvermittlerin nimmt ihn auf in das Fachwort die Haltung. Das kann so einen Weg zeigen aus der Wahrnehmung, aus der Erfahrung hin zu einer Vertiefung in der Begriffsfindung. Ein weiteres Beispiel aus dieser gelenkten Beobachtung. Ich bin ein Stück vorwärts gegangen. Die Kunstvermittlerin erfragt weitere Assoziationen. Was könnte diese Figur fühlen? Sie fragt, weißt du nicht, vielleicht hast du eine Idee. Der Schüler sagt vielleicht, als wollte sie sich kratzen oder so, sich kratzen. Der macht sich so die Haare, macht sich die Haare oder sowas, habe ich auch schon mal gehört. Sie sehen, anknüpfen an diesen sehr alltäglichen Äußerungen, an den Assoziationen, die kommen, ohne sie aber zu bewerten und auch ohne hier schon kunsthistorisch einzuholen, was es denn eigentlich mit dieser Skulptur auf sich hat. Dann die dritte Beobachtung, immer noch in diesem Bereich des verlangsamten Blicks. Die Kunstvermittlerin gibt zurück, traurig vielleicht ein bisschen, okay. Dann nochmal der letzte Bildhauer. Schüler sagt, ihm ist bestimmt langweilig, auch langweilig. Und er sieht nicht so fröhlich aus. Wie würdest du denn stehen, wenn dir langweilig ist? Sie erinnern sich, der Schüler in dem Moment ahmt nach, wie man eigentlich steht, wenn man Langeweile hat. Ja, also wiederum zum einen die Situation, alle stehen, man kann überhaupt körperlich agieren und er nutzt diese Situation, sich tatsächlich nochmal in diese Haltung hinein zu begeben. Also Wortfeld Haltung, welche unterschiedlichen Erfahrungen lassen sich zu dieser Frage von Haltung und der Frage, welche Haltung drückt welches Gefühl aus, machen. Das lässt sich durch weitere Transkripte systematisieren. Hier ein exemplarischer Eindruck zur Wortschatzarbeit. Im Material sind die Begriffe festgehalten, die die Schüler und Schülerinnen dann vertiefen, die Skulptur, die Plastik, die Körpersprache mit bestimmten Definitionen und damit verbunden die Erarbeitung des Themenbereichs Gefühle dann in der Schule. Hier sehen Sie verschiedene Gefühle, die bildlich dargestellt sind und der Zuordnung der entsprechenden Adjektive.
Hierzu werden noch unterschiedliche Übungen durchgeführt, zum Beispiel Pantomime, also wieder hineingehen körperlich in das Gefühl und dadurch die Begrifflichkeiten vertiefen. Ja, das waren Beispiele der Einheiten, die durch die kunstpädagogisch angeleitete Begegnung im Museum mit der Spracharbeit in der Schule sehr eng verknüpft werden. Nochmal ein Blick auf die Lehrerbildung. Wie gesagt, Seminare Sprache durch Kunst werden in den unterschiedlichen Lehramtsstudiengängen angeboten, auch in der Zusatzqualifikation Sprachbildung in mehrsprachiger Gesellschaft, die wir seit diesem Jahr vom Institut DAZ-DAF aus anbieten. Und hier können Studierende einen Schwerpunkt auf ästhetische und sprachliche Bildung legen. Diese Seminare führt vor allem Frau Dr. Schäfer durch. Sie arbeitet genau die Materialien, die ich Ihnen vorgestellt habe, mit den Studierenden durch. Und auch die Studierenden gehen ins Museum und arbeiten vor den Kunstwerken. Geplant ist, diese Seminare zu verstetigen, weiter auszubauen für alle Phasen der Lehrerbildung und die fächerverbindende Didaktik Kunst und Deutsch dadurch zu vertiefen. Ein weiterer Aspekt sind die bilingualen Konzepte. Konkret jetzt mit dem türkischen Herkunftssprachenunterricht lässt sich erweitern auch auf russischen, polnischen, italienischen Herkunftssprachenunterricht. Weiterhin lassen sich die Materialien für unterschiedliche Zielgruppen anpassen, insbesondere auch für den Deutsch als Fremdsprachunterricht in der Auslandsgermanistik. Vielen Dank. Für Fragen bin ich gerne offen und auch Frau Schäfer sicherlich, falls es konkret um die Seminare geht. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Reuß, für den interessanten Einblick in Ihr